Mentales Training im Sport. Aus dem Buch Die Psyche des Schusses von Heinz Reinkemeyer und Gabi Bühlmann. Es gibt Begriffe, die sind so abgegriffen, dass sie immer mehr an Bedeutung verlieren. Weil man sie für alles und jedes anwendet, weiß keiner mehr, was eigentlich gemeint ist. Dieses Schicksal ist dem mentalen Training widerfahren. Ursprünglich und dem Worte nach bedeutet es nichts anderes als geistiges Training oder eben Training mit dem Gehirn, dem Verstand, dem Gedächtnis und der Fantasie. Im engeren Sinne werden damit spezielle Methoden bezeichnet, die ausschließlich oder vorwiegend mit dem Nervensystem betrieben werden. Als Paradebeispiel dafür gilt etwa die Vorstellung des Abfahrtsläufers von der Rennstrecke, die er vor dem Start vor seinem inneren Auge ablaufen lässt. Dabei stellt er sich seine Bewegungen in den Kurven bildlich vor. Je häufiger und präziser er das tut, desto sauberer wird seine Kenntnis der Spur. Er kann im Geiste sehr viel öfter hinabfahren, als ihm dies seine Kräfte erlauben. Außerdem lässt sich die rein gedankliche Abfahrt beliebig variieren, zum Beispiel indem man ein beschleunigtes Tempo wählt oder kritische Wegstücke stark verlangsamt passiert. Wissenschaftlich konnte in den 70er Jahren nachgewiesen werden, dass solche geistigen Wiederholungen die praktischen Fertigkeiten in beliebigen Bewegungsabläufen spürbar verbessern. Je klarer die Vorstellung von einer Bewegung ist, desto höher wird ihre Qualität bei der Ausführung. Eine Erkenntnis, die nicht weiter verblüfft. Wer den Weg besser kennt, wird ihn leichter finden und bei Bedarf besser eine Ausweichroute improvisieren können. Weil das Modewort vom mentalen Training in aller Munde ist, wird es bald auf alle Zusammenhänge bezogen, die auch nur irgendwie mit psychischen Faktoren zu tun haben. Man ist mental gut drauf. Oder auf dem mentalen Sektor gescheitert. Alles ist letztlich irgendwie mental oder lässt sich mit diesem Etikett hinreichen. Der ist im Kopf kaputt. Das Problem der Mentalisierung des Sports besteht vor allem in überzogenen Erwartungen, die wiederum auf vollmundigen Versprechungen beruhen. Wer nach nur einem Ausbildungswochenende den Titel eines Mental Coaches trägt, stellt oft Leistungssteigerungen in Aussicht. Vorgestellt, dass der Ball auf dem Grün landet. Habe sogar den Klang der Kugel auf den Rasen gehört. Habe an mich geglaubt und mir ein Yes, you can, zugerufen. Trotzdem ist das Mistding wieder mitten im Wasser gelandet. Mentales Training wirkt ebenso wenig wie positives Denken, wenn der schönen Absicht keine körperlichen Fähigkeiten zur Seite stehen. Ganz im Gegenteil, wer an überzogenen Erwartungen scheitert, zweifelt anschließend auch an den machbaren Möglichkeiten des geistigen Trainings und hält sich überdies für einen Deppen. Deshalb gelten im mentalen Training die gleichen Regeln, die wir schon vom körperlichen oder technischen Training her gewohnt sind. Nur wer richtig übt, kommt weiter. Nur wer viel übt, erreicht nennenswerte Fortschritte. Wunder sind nicht zu erwarten.